Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse an einer freien Trauung. Freie Trauung? Das ist nicht nur eine Alternative zum Standesamt oder ein Ersatz, wenn man keine Kirche haben möchte. Eine freie Trauung ist Ihre Hochzeit. Sie erzählt von Ihrer Geschichte und Ihrer Liebe. Ein paar Einblicke, ein paar Impressionen kommen jetzt in den nächsten Minuten. Viel Vergnügen. Liebe Claudia, lieber Manuel, herzlich willkommen. Und es war jetzt irgendwie schön, euch beide so auch noch separat in Vorfreude zu erleben. Der Manuel hat wirklich bis zum Schluss ja auch noch geholfen und mit aufgebaut. Aber ich glaube, es hat dir auch ganz gut getan, um so die Anspannung ein Stückchen kleiner zu halten. In eurem Namen darf ich Sie alle begrüßen und willkommen heißen, eure Eltern, Familien, Verwandten, Freunde, Menschen, die zu euch gehören und die sich mit euch und für euch freuen. Für euch ist, und das weiß ich, diese Feier heute etwas ganz Besonderes. Und insofern ist das heute nicht Zugabe, sondern der wesentlichere Teil Hochzeit. Es ist das Ja, das aus dem Herzen eines anderen Menschen kommt und so etwas wie das größte Geschenk an ihn ist. Und wenn zwei gemeinsam einen Weg gehen, dann gehen sie den Weg der Liebe. Wenn ich mal schlechte Laune habe, muss ich ihr nur mein Herz ausschütten und ich bin wie ausgewechselt, bevor ich überhaupt damit fertig bin. Schon als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat mich ihr Strahlen mitgerissen. Paco, dann wäre jetzt bitte deine Stunde gekommen. Deshalb verspreche ich dir mit diesem Ring, dich an allen Tagen unseres Lebens zu lieben, dir treu zu sein und immer für dich da zu sein, in guten wie auch weniger guten Tagen. Ich liebe dich dafür, wie du mich jederzeit mit einem Lächeln wieder aufhalten kannst. Deshalb verspreche ich dir mit diesem Ring, dich an allen Tagen unseres Lebens zu lieben, dir treu zu sein und immer für dich da zu sein. An guten wie auch in weniger guten Tagen. Hiermit erkläre ich mich zum Mann. Frau zu Frau und Mann. Die Kräfte dieser Erde, auf der wir alle stehen, sie mögen euch Halt geben an jedem Tag eures Lebens. Und die Kräfte der anderen Welt, die wir nicht sehen und die wir dennoch spüren, sie mögen euch, alle, die zu euch gehören und die euch wichtig sind, beschützen und bewahren, wann immer euch Gefahr bedroht. Von jetzt an für immer. Alles Gute für euch. Ja, bitte gerne. Nur. Lasst eure Hoffnung keimen. Beschneidet nichts in eurem Garten der Lebensfreude. Bleibt ein Ich und ein Du und so ein wunderbares und sympathisches Wir. Und ich darf gratulieren. Dankeschön. Danke. Alles, alles Gute.